glaube, vorhersehbar ist sie eigentlich gar nicht. Es gibt mehrere mögliche Szenarien. Und ich glaube, was wir heutzutage entscheiden und in welche Richtung wir gehen wollen, das wird dann große Auswirkungen dafür haben, wo unsere Wege jeweils enden. Ich glaube, es gibt einen produktiven und befreienden Nutzen der neuen Technologien, der aber viele Voraussetzungen hat, wie auch Demokratie und eine funktionierende Gesellschaft viele Voraussetzungen hat, die sich auch nicht von selbst erneuern, sondern für die man aktiv etwas tun muss. Das heißt, Menschen müssen eine Menge lernen, grundsätzliche Fähigkeiten wie Lesen und Schreiben, aber auch Informationen über ihre Gesellschaft, über ihre Geschichte und über das Funktionieren ihrer Demokratie, damit sie dann mit Gewinn die neuen Medien nutzen können. Die neuen Medien können aber auch in einer anti-emanzipatorischen Weise eingesetzt werden, die Menschen eher verdummen, ablenken, zerstreuen, entpolitisieren oder politisch aufhetzen. Das wäre der gefährliche Weg, der am Ende sicher nicht in die Demokratie führt, sondern in irgendeine Art von autoritärem Regime oder Diktatur. Dagegen müssen wir uns heute schon aktiv stemmen. Das kann mit Gesetzgebung geschehen, das muss ganz bestimmt geschehen, mit großen öffentlichen politischen Debatten zum Thema. Wir haben natürlich heute schon, das ist ja immer richtig gewesen, einen unglaublichen Zugang zum Wissen der Welt. Sie können beispielsweise, wenn Sie in irgendeinem Bereich der historischen Forschung tätig sind, Originalschriften aus dem 18. Jahrhundert einsehen, die eingescannt sind, ohne dafür bezahlen zu müssen und auch ohne in die Stadt mit der Universitätsbibliothek reisen zu müssen, wo dieses Original aufbewahrt wird. Das kann eine Menge Forschungsarbeit ungeheuer erleichtern, ebenso der Austausch von Wissenschaftlern und natürlich auch der freie Austausch von Meinungen, von Zeitungsartikeln, von Informationen für die demokratische Öffentlichkeit. Aber das erfordert den informierten Nutzer und den gutwilligen Anbieter. Also sobald der Anbieter böswillig wird, Propaganda anbietet, bestimmte Inhalte zensiert oder ausblendet, wird es schwierig. Und gleichzeitig ist Zensur immer ein Kampfbegriff. Manche Inhalte werden wir online natürlich ausblenden müssen, weil sie genau wie im wirklichen Leben, wie in der echten Welt da draußen strafbar sind. Es gibt also keiner zweierlei Recht. Beleidigung ist Beleidigung im Internet und in der wirklichen Welt. Und Holocaust-Leugnung oder Verherrlichung des Nationalsozialismus ist der gleiche Tatbestand, ob er digital oder analog passiert. Und diese Sachen sind selbstverständlich verboten. Wer gut informiert ist, wer viel kann und weiß, der kann sein Wissen in ungeheurer Weise erweitern, kann sich mit anderen Wissenschaftlern austauschen, kann ein breites Meinungsspektrum kennenlernen. Das sind die positiven Seiten.